Spezialeinheiten des Militärs gestern vor dem Präsidentenpalast in Conakry. Lange ist nicht klar, ob der Putsch erfolgreich ist. Dann taucht ein Video auf, das Guineas Präsidenten Alpha Condé in Gefangenschaft zeigen soll. Schüsse fallen, Opferzahlen gibt es bislang nicht. Später zeigen sich die Anführer der Putschisten im Staatsfernsehen. Der Personenkult ist vorbei. Wir werden die Politik nicht länger einem Mann anvertrauen, sondern dem Volk. Nur darum geht es uns. Ein Soldat muss sein Land retten. Guinea ist rohstoffreich und trotzdem eines der ärmsten Länder Afrikas durch Korruption und Misswirtschaft. Daran änderte auch Alpha Condé nichts, der 2010 zum Präsidenten gewählt wurde. Im vergangenen Jahr dann Demonstrationen gegen eine Verfassungsänderung, die Condé eine dritte Amtszeit sichern sollte. Guinea ist frei, rufen Bürger. Kritik an der Machtübernahme durch die Militärs kommt unter anderem von der EU und den Vereinten Nationen. Die Junta hat inzwischen angekündigt, die Grenzen zu schließen und alle Provinzgouverneure durch Militärs zu ersetzen. So wie in Guinea hatten erst im vergangenen Jahr Offiziere im Nachbarland Mali den gewählten Präsidenten abgesetzt.